Mia, wenn du zu unserer Gang gehörst, dann musst du das jetzt in einem Zug lernen. Was? Ich sollte Alkohol trinken? Ihr wisst schon, dass ich minderjährig bin. Genau wie ihr. Es ist doch egal, wer interessiert sich schon für das? Wenn du das nicht trinkst, gehörst du einfach nicht zu unserer Gang. Ganz einfach. Ja, das ist eine coole Idee. Wir wollen es sehen. Du musst das Bier jetzt exen, wenn du dich überhaupt traust. Was denkst du denn über mich? Ich bin doch kein Baby. Komm, gib das Zeug. Ich trinke es. Ich habe doch gewusst, dass du das nicht schaffst. Tja, jetzt gehörst du auch nicht zu unserer Gang. Oh, jetzt muss die Mama auch noch brüllen. Jetzt hau ab, verpiss dich und lass dich nie mehr blicken. Tschüss! Die erste Frage. Emma? Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften haben recht differente Publikationskulturen. Happy Birthday, Rosa. Das ist ein kleines Geschenk für dich. Danke. Ja, mach's auf. Mhm. Hey, kommst du nachts schon in die Bibliothek? Mhm. Im Fall, ich bin schon wieder Klassenbest. Dabei war der Test so einfach. Ja, das 9 ist fein. Ich rede gar nicht vom 9. Hörst du mir überhaupt zu? Sorry, aber ich habe eigene Probleme. Und die wären? Das kann dir egal sein. Wart! Hey! Ich habe eine Idee. Wir bleiben den Nachmittag da, dann gehen wir zu mir hey und schauen einen Liebesfilm. Weil ich habe ja sturmfreie Bude. Nein, auf das habe ich jetzt gar keinen Bock. Die wunderschön und oberperfekt findet ihr den Prinz. Wer? Das ist immer alles so perfekt. Ja, sorry, ich habe noch eine Idee gesehen. Dann können wir ja einen Krimi schauen. Krimi? Du willst ganz bereits Krimi hassen. Okay, ja. Dann können wir ja eine Komödie schauen.
ist eine gute Idee. Dann backen wir nachher Nutella-Muffins, denn das ist das beste Medizin gegen schlechte Laune. Und das hast du im Moment. Es regt einfach so auf. Was regst du dich so auf? Sie haben mich heute schon wieder gemobbt. Wer? Die Malia und ihre Leute. Wie immer. Was haben sie schon wieder gemacht? Sie hat mich wieder ausgelacht und gesagt, dass ich scheiße aussehe. Und jetzt? Sie haben ja auch voll recht. Jetzt mach mal halblang. Du musst ja niemandem gefallen, außer natürlich dir selber. Sehr genau die Richtung. Du willst ja auch der Malia gefallen. Was gefällt dir eigentlich an ihr? Klar, sie hat eine schöne Figur. Aber sie ist die ganze Zeit fies zu dir. Ja, sorry. Sie ist hübsch und ich sehe in ihr halt eine gute Person. Und sie ist auch fies zu mir, weil sie mich verliebt ist. Das glaubst schon nur du. Was ich neckt, das liebt sich. Ja, okay, sie neckt dich. Aber du neckst sie ja nicht. Doch schon, du merkst einfach nicht. Ich glaub dir das nicht. Aber ist ja jetzt egal. Wie hast du es echt gemerkt, dass du mehr auf Mädchen stehst als auf Buben? Ich weiß auch nicht, aber. Aber wenn du nicht darüber reden willst, musst du nicht. Doch, ich kann mal mit dir darüber reden. Als ich 10 war, habe ich mich nicht in ein Mädchen verliebt. Sonst habe ich gedacht, dass es nur freundschaftlich ist. Aber. Aber es war nicht so, oder? Ja, genau. Ich war so richtig verliebt. Ich hatte so richtig Schmetterling im Buch. Aber ich kann mich nicht trauen, ihr zu sagen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Und ab dem habe ich gewusst, dass ich lesbisch bin. So, das war ich. Jetzt noch ein Chips. Und wir stoßen auf unsere Freundschaft an. Prost. Du, was ist? Komm, wir sprechen uns, dass unsere Freundschaft für immer bleibt. Ja, sicher. Du? Ja? Findest du mich auch so hübsch wie Malia? Ja klar, wieso denn nicht? Ja komm, schau mal meine und Malias Körper an. Ja, was ist mit dem? Ihre Body ist perfekt und meine? Ich sehe aus wie ein Lauch. Ich betreibe mal nicht, du siehst immer mega gut aus. Ja genau, das siehst du nur, weil du meine beste Kollegin bist. Schau mich mal an. Ich habe mega viel Pickel. Sie nicht. Sie hat ein wunderschönes Gesicht. Ich nicht. Sie hat einen mega weiblichen Körper und voll das Dekolleté. Ich nicht. Wo ist der Pickel? Siehst du nicht? Genau da. Ja, der ist hure gross. Ja, aber er ist mega auffällig. Nein, spinnst du eigentlich? Der ist so klein und so auffällig. Und Malia ist auch nicht besser. Aber sie hat ja gar keine. Hätte ich auch nicht, wenn ich mich jeden Morgen unter so viel Make-up verstecken würde. Wieso redest du eigentlich so über Malia, wenn du in sie verliebt bist? Erstens wollte ich dich aufmuntern, denn du hast nämlich so schlechte Laune. Zweitens wollte ich sie gerne vergessen. Im Kopf habe ich sie schon lange vergessen, aber in meinem Herzen nicht. Komm, wir vergessen jetzt einfach alles und gehen zu dir heim und schauen super Komödie.
Was ist da los? Wird sie verfolgt? Sieht fast so aus. Ich muss ihr helfen. Warte! Komm an! Dann haben wir sie so richtig gezeigt. Ja, voll. Ey, aber ohne dich habe ich es niemals getraut. Aber es war ja deine Idee. Ja, schon, aber ohne dich habe ich es niemals gemacht. Ist ja jetzt auch gleich. Geht's? Ja. Ey, wir haben etwas, was ich aufmuntern kann. Emma. Willkommen im Paradies. Ah ja, ich bin Emma und das ist Rosa. Hi. Wie heißt du? Ich bin Mia. Ich glaube, ich habe euch schon mal gesehen. Ich glaube auch, auf der Schule. Ja, auf dem Pausenplatz. Ah ja, du hast doch echt das coole pinke Top mit dem Muster drauf. Ja, genau. Das war an meinem ersten Schultag an eurer Schule. Muffins? Komm, nimm doch auch eins. Ah, danke. Malia und ihre Gang haben mich heute so richtig aufgeregt. Ich will es denen mal so richtig zurückgeben. Aber das machen sie doch alltag. Ja, aber haben sie nicht auch langsam die Schnauze voll? Die führen sich doch auf, als wären sie die Chefin. Und niemand traut sich, gegen sie zu wehren. Ich habe genug. Geh mit ihnen so richtig zurück. Und ich habe schon eine Idee. Aber ich hätte es echt erst heute am Nachmittag im Wald. Okay, okay. Littlis, ich habe die Idee fürs Rachen. Ich dachte, wir müssen so richtig öffentlich bloßstellen würden. Und wie? Hast du vergessen, dass sie die beliebtesten von der ganzen Schule sind? Mach doch nicht gerade ins Hose. Zuerst beobachten wir ein bisschen, was sie machen und alles so Zeug da. Und dann, naja. Sicher nicht, das ist bestimmt gefährlich. Und wenn die uns verwünschen, dann sind wir verloren. Emma. Chill your life. Und no risk, no fun. Was ist denn los? Das Video auf Insta ist voll cool. Aber du hast doch noch nie mal Account gemacht. Mach dir jetzt nicht gerade in die Hose. Merkst du nicht, dass wir berühmt sind? Wahnsinn! Dass ihr es gemacht habt, ich hätte das nie getraut. Wir können es halt. Seit wann bist du so begeistert von unserem Plan? Bist du die Richtige, Emma? Ja, Menschen können sich ja schliesslich auch ändern. In so kurzer Zeit. Und am meisten du. Du hast ja gesagt, no risk, no fun. Ja. Ihr habt euch voll peinlich verhalten in diesem Video.
Welches Video? Das Video auf Insta. Hast du es noch nicht gesehen? Nein. Dann gang mal schauen auf Paris Love Me. Wieso ist der offen? Oh mein Gott, Leute, schaut euch das Video an! Shit! Wer hat das gemacht? Ich weiß auch nicht! Das ist weißt du, wie peinlich, das ist jetzt ja. Insta! Hey, das sieht jeder! Schau mal! Ja! Oh, das haben wir gut gemacht! Sehr schön! Bitte, aber Profi! Ja! Ja. Du hast doch alle nur erkannt gemacht. Wir haben die anderen herausgefunden, dass sie wir waren. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe dir das gezeigt, als ich ihn aktiviert habe. Hey, 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 was habt ihr für ein Problem? Wir sind Helden. Wir sind berühmt. Psst, da kommt jemand. Wow, ganz ruhig. Wir kommen in Frieden. Wie ihr gemerkt habt, sind wir in letzter Zeit ziemlich fies zueinander. Darum würden wir uns gerne bei euch entschuldigen, hoffen aber auch auf eine Gegenentschuldigung. Das Video war schon ziemlich fies. Es tut mir... Vergiss es! Du entschuldigst bei denen bestimmt nicht. Die möchte mich bestimmt auch verarschen. Nein, sicher nicht. Wir meinen es das mal wirklich ernst. Wir machen am Samstag eine grosse Party und haben uns gedacht, ihr könntet auch zu unserer Party kommen, quasi als Versöhnungsritual. Und am nächsten Tag können wir ja ausschlafen. Ihr Streber müsst ja am Montag wieder fit sein, dass ihr ja nichts verpasst. Okay. Nur Spass gewesen. Was sagt ihr? Und darum können wir euch vertrauen? Wir haben gemerkt, dass wir uns in letzter Zeit nicht korrekt verhalten haben und möchten darum unseren Streit für alle Zeit beenden. Wer weiß, was da alles noch daraus entstehen kann. Also, ist gut. Wir kommen gerne. Super, dann freuen wir uns auf euch. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Party. Schön seht ihr aus. Oh, danke vielmals. Kommt doch rein. Das ist die Bar, wenn ihr etwas trinken wollt. Und für alle die, die tanzen wollen, ist hier eine Tanzfläche. Hey, warte, Mia. Jetzt gehörst du ja schon fast zu uns. Dann tun wir das Ritual wiederholen und dann kannst du nicht mehr trennen. Aber ist das nicht unfair gegenüber den anderen? Nein, ich habe auch eine zweite Chance gehabt. Ja, also, dann wiederhole ich es gerne. Thank you.
Das ist alles, was ich weiß. Der Rosa ist schwer verletzt. Und wir wissen nicht, was passiert ist. Hast du ganz sicher alles erzählt? Ja, das ist wirklich alles, was ich weiß. Kannst du uns noch mehr über den gestrigen Abend erzählen? Also, gut. Ich erzähle es noch eins. Rosa, kommst du tanzen? Was ist denn passiert? Also gut. Nochmal von vorne. Ich fühle mich irgendwie nicht ganz wohl. Ja, aber look. Hey! Was ist denn mit dieser Frage? Ja, aber look, wir sind eingeladen worden. Und probieren wir es doch einfach ein bisschen zu geniessen. Wir können immer noch in einer Stunde heim. Ja, okay. Ich muss kurz aufs WC. Nein, warte!
Komm mitkommen. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Komm, wir holen Malia! Malia, komm schnell, ist etwas auf dem WC passiert. Komm mit. Ja, okay. Schau da! Oh mein Gott, ich rufe gerade am Krankenwagen an. Ich glaube nicht, dass sie noch lebt. Ich rufe trotzdem am Krankenwagen und der Polizei an. Ich hätte es mir nie zugetraut, dass sie die Rose so zurichtet. Ich weiß wirklich nichts mehr. Look. Du bist unter Kohltropfen gestanden. Wahrscheinlich hat er dir etwas Getränk hineingetan. Das ist bestimmt ein grosser Schock für dich. Aber wer? Wieso? Darf ich jetzt gehen? Ja, das ist gut. Wir melden uns noch bei dir, falls wir dich noch brauchen. Danke. Erzähl mir bitte mal, wie du den gestrigen Abend erlebt hast. Also, zuerst bin ich auf die Party gegangen und dann...
machst du da? So eine Streberin wie du solltest doch schon längst in seinem Bett sein. Wäre ja traurig, wenn beim nächsten Test kein Sechsi schreiben würde. Was hast du mit der Rosa und der Mia gemacht? Ich habe gemeint, wir haben es versöhnt. Das glaubst doch auch nur du. Als könnte ich so eine Streberin wie dich zu meinen Freunden zählen. Aber wieso? Ich verstehe das alles nicht. Das ist ja jetzt auch egal. Du würdest das sowieso nicht verstehen. Du mit deinem perfekten Streberleben. Am besten gehen wir jetzt heim und vergessen das Ganze da. Sicher nicht. Das hätte ich gern. Ich gehe zur Polizei und erzähle alles, was gestern passiert ist. Woher musst auch du wissen, was passiert ist? So schwierig ist es jetzt auch nicht, die Plan zu schauen. Erstens ist das nicht mein Plan, sondern der von meiner Gang. Und zweitens, wieso soll die Polizei mehr glauben als mir? Weil ich das da. Hast du es eigentlich immer noch auf mir? Nein, nur wirklich. Irgendwann habe ich gemerkt, dass du eine richtige Schlampe bist. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade verhört. Soll ich neu sagen? Du bist eine Schlampe. Geht es dir eigentlich noch? Für wer haltest du dich? Eigentlich sollten wir uns ja nicht streiten, wenn wir schon zusammengehören. Aber bei dir, naja, weiß ich auch nicht so richtig. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so schnell über mich hinwegkommst. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man dein wahre Gesicht erkennt. Mich kann man nicht so schnell beleidigen, du hurra Arschloch. Arschloch, wir sind schon lange nicht mehr Arschloch, aber man merkt ab noch mal her, dass du immer noch kindisch bist. Sei gerade eine Lesbe wie du. Wie so blöd eine Schlampe wie dir überlege ich mir doch zweimal gescheiter, ob ich auf Buben stehen oder nicht. Komm, wir vergessen den Streit und lassen die Vergangenheit hinter uns. Spielt ja keine Rolle, wenn wir uns lieben. Liebe, wie liebst du mich? Mich zu mobben, mich abzumachen oder das Leben zu bezeichnen? Nicht von all dem. Ich habe mich in letzter Zeit einfach nur scheiße verhalten gegenüber von dir. Aber eigentlich liebe ich dich, so wie du bist. Durch die Rosa umzubringen. Das ist doch jetzt überhaupt nicht wichtig. Sie lebt ja noch. Oh mein Gott, du hast die Rosa versucht umzubringen. Nein, sicher nicht. Gib mir die Kette. Nein, gib dir die niemals. Doch, gib die mir. Nein. Thank you.
Ich habe ganz vergessen, dass wir das haben. Ich hätte nie gedacht, dass wir das Seil jemals brauchen. So hilflos wie jetzt habe ich dich noch nie gesehen. Verdammt, lass mich da runter. Ich habe dir doch gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht? Seit wir uns kennen, behandelst du mich wie den letzten Dreck. Und ich war so doof und habe dich noch bewundert. Mich bewundert? Du hast doch das perfekte Leben. Was? Ich? Nein, du. Ja, ich wünschte, ich wäre so gescheit wie du und hätte so Freunde wie du. Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, mich zu sein. Ich habe voll den Druck, immer perfekt zu sein. Ich weiss nicht einmal, ob meine Freunde mich überhaupt gern haben oder ob sie nur mit mir befreundet sind, weil ich so beliebt bin. Und meine Eltern sind auch nie da für mich. Und du, dir ist völlig egal, was andere von dir denken. Du bist einfach du selbst. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass du auf mich eifersüchtig bist. Ich habe gedacht, du hast das perfekte Leben. Du siehst gut aus. Du bist beliebt. Ich hätte nie gedacht, dass du so unter Druck stehst. Und darum hast du uns drei versucht, auseinanderzubringen. Hättest du das Problem nicht auch anders lösen können? Und wie? Wie wär's mit Reden? Stimmt. Was ist passiert? Was ist los? Seid ihr? Wir sind einfach so froh, dass es dir gut geht. Oh ja. Nicht, Liz? Boah, sieht die Scheiße aus. Ja, schau mal dich an. Da du das Spital ja so hassisch, haben wir gedacht, wir dürfen dein Zimmer noch etwas dekorieren. Ein paar Fotos von uns und dir, deinen Lieblingstieren, von den Ferien.